Hallo ihr Lieben, ich bin es, der Henning, Henning Krautmacher. Hohn, herzlich willkommen beim Endspurt für die Aktion Ein Huhn für die Höhner. Wir sind selber gespannt. Genauer gesagt, gespannt auf das große Casting-Finale. 5,5 Wochen haben Radio Köln und Express mit verschiedenen Partnern gesucht. Über 240 Kandidatinnen haben sich beworben. Die letzten 5 sind angereist. Im Autohaus Levi in Ehrenfeld soll also die Entscheidung fallen, welches Huhn wird die Höhner im neuen Song unterstützen. Keine leichte Aufgabe für die 6-köpfige Jury. Am Anfang war ich total begeistert, weil ich fand, dass das sehr emotional, sehr schön gesungen war, sehr mit sehr viel Leidenschaft und sehr viel guter Stimme. Also es macht total Spaß, dir zuzuschauen, tolle Performance und eine super tolle Ausstrahlung hast du wirklich. Du hast auf jeden Fall so deine eigene Nummer gemacht, fand ich, und das war sehr schön. Ich fand das großartig und vor allem so dieses direkte, dieser Draht auch hier zum Publikum, war ganz toll zu sehen. Du hast es ganz, ganz prima gemacht, vielen Dank dafür. Die Sängerinnen haben alles gegeben und die Gesangseinlagen selbst wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Während sich die Jury für eine Beratung zurückzieht, heißt es für die Kandidatinnen zittern. Dann nach rund 20 Minuten die Erlösung. Nach kontroversen Diskussionen im Bereich der Jury, die ich verfolgen konnte, sind zwar keine Fäuste geflogen, aber verbal wurde schon hart argumentiert, und zwar pro Kandidaten und nicht gegen Kandidaten, ist die Siegerin vom gemeinsamen Casting Ein Huhn für die Höhner, die Anne Gladbach. Wir wollen wissen, hätte sie mit dem Sieg gerechnet? Ich kannte einen Teil der Mitstreiterinnen auch und das sind alles tolle Sängerinnen. Und für mich war einfach völlig klar, dass der Song und das Huhn dazu sich finden. Und es hätte auch genauso gut in die andere Richtung laufen können. Henning Krautmacher ist glücklich über die Entscheidung. Für ihn ist aber auch klar, Verliererinnen gibt es keine. Ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich nicht Teil der Jury war. Ich hätte das nicht entscheiden wollen oder gar nicht entscheiden können. Entscheidung ist aber zu akzeptieren. Die ist richtig, ich finde es toll, ich finde es gut und wir werden uns irgendwann einfallen lassen, die 4 Zweiten, die wir jetzt haben, die da werden wir irgendwas kreativ machen. Irgendwas fällt uns schon ein, weil das haben sie weiß Gott verdient. Na dann freuen wir uns doch auf noch mehr neue Musik von den Höhnern und vor allem auf das Ergebnis, das Anfang Januar fertig sein soll.